Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Mit der deutschen Rapper-Szene liegt sie aktuell jedoch im Clinch. Fischers Kritik am Auftritt von Farid Bang und Kollega beim Echo kam gar nicht gut an. Auf Facebook schreibt die 34-Jährige: Ich möchte euch sagen, wie unangemessen und beschämend ich es fand, die beiden bei der Preisverleihung auf der Bühne in dieser Art performen zu sehen. Farid Bang quittierte dieses Statement in seinem Song G-Model mit den Worten: Helene meint, dass wir für Rap keinen Respekt verdienen. Eine Frage, hast du schon mal einen Text geschrieben? Mit diesen Zeilen nimmt Farid Bang Bezug auf die Tatsache, dass die Schlagerqueen ihre Songs unter anderem von bekannten deutschen Rappern wie dem Berliner FR schreiben lässt, so der Express in seiner Online-Ausgabe. Jetzt schaltet sich auch der Rapper Capital Bra in die Diskussion ein. Bei Instagram kommentiert er ein Foto von Farid Bang und greift Helene Fischer direkt an. Schade, dass du so über Rapper denkst und vor so etwas keinen Respekt hast. Solltest du aber, ich kenne Rapper persönlich, die für dich die Texte schreiben. Ohne diese Rapper wärst du heute arbeitslos. Und er geht noch weiter. Ich bin ehrlich, ich hätte übertrieben gern ein Feature mit dir gemacht, aber nach so einer Aussage kannst du dich auf jeden Fall Wie der Spiegel Online berichtet, sollen Fischer und Capital Bra zuletzt in Kontakt gestanden und über einen gemeinsamen Song verhandelt haben. Diese Zusammenarbeit wird wohl vorerst auf Eis gelegt, wie es scheint.